E-Casting. Die Anforderungen waren klar, stell dich bitte mal vor, sag, wer du bist, wie alt du bist, was du bislang gemacht hast und warum du genau der Richtige für diesen neuen Job bist. Achtung, wir sind live in 3, 2, 1 und bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist Sebastian Höfner. Klar habe ich Lampenfieber und natürlich bin ich nervös. Und du kannst diesen Job schon 30 und 40 Jahre machen und ich glaube, dieses Lampenfieber gehört dazu. Weil mir das in dem Moment auch zeigt, ich brenne dafür, mir ist es nicht egal, wie ich darüber komme. Da sind 20 Jungs, 20 Mädels und sie müssen jetzt wirklich dieses eine Gesicht für dieses neue Format finden, was dann auch möglichst erfolgreich laufen soll. Schwierig. Ja, sie fanden nicht gut für das Format, aber sie haben dann doch eine Frau genommen. Ich versuche einfach ich zu sein. Wenn der Zuschauer merkt, ich interessiere mich nicht für das, was ich ihm da verkaufen will, bin ich platt. Du, Sebastian, wir haben hier eine ganz geile Anfrage. Könnte richtiger Kracher werden. Denkst du, oh mein Gott, das geht nicht. Das kannst du niemals. Also ich würde das ja niemals machen. Okay, wie viel? Ich mag es einfach, Menschen für Themen zu begeistern. Und ich glaube, das kann man einfach auf eine ganz persönliche Art und Weise tun, wenn es mir gelingt, den Zuschauer zu packen und ihn wirklich mit reinzuziehen, für das Thema zu begeistern, für die Menschen zu begeistern, die ich da eventuell um mich rum habe. Ich glaube, das ist dann auch tatsächlich schon alles, was man als Moderator leisten und schaffen kann. Und wenn das funktioniert, dann ist alles richtig gelaufen. Mein Name ist Sebastian Höfner, ich bin Bochumer Junge, lebe aber seit 20 Jahren in München und ich bin Moderator.